Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Berater der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Sterne für den kommenden Monat, nämlich den Februar 2017. Ich lege dabei in der vedischen Astrologie nicht Ihr Sternzeichen, sprich Ihr Sonnenzeichen, das Sie aus der westlichen Astrologie kennen, zugrunde, sondern Ihren Aszendenten, denn es gibt ja 12 verschiedene Aszendenten, ne? Widder, Stier, Zwilling und so weiter. Und so müssten Sie wissen, was Ihr Aszendent ist. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja, dann habe ich für Sie unterhalb dieses Videos einen Link vorbereitet, wie Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken können, und ich teile Ihnen gratis mit, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches der 12 Zeichen eben für Sie vom Video auszuwählen ist, ja, ob Sie sich den Widder für Februar anschauen oder den Zwilling oder den Wassermann, denn es gibt für alle 12 Aszendenten eben ein Video für den Februar. Ja, dann möchte ich nur noch mal auch darauf hinweisen, auf das weiterhin bestehende Angebot. Sie können für nur 7 Euro die vedische Astrologie-Schule testen. Sie sehen hier unten den Link eingeblendet und haben dadurch ja wirklich für ein Little Investment eine tolle Möglichkeit, mal auszuprobieren, reinzuschnuppern, wie Ihnen denn so der Stoff, die Videos, die Audios, das Forum der vedischen Astrologie gefällt, um damit Ihr eigenes inneres Universum anhand der indischen Astrologie zu durchleuchten. Ja, dann auch neu, das möchte ich nochmal ansprechen, Sie können mir jetzt auf Facebook auch folgen. Dort werden tagtäglich die neuen Zeitqualitäten gepostet und mittlerweile sind auch dort, ich glaube, 15 Gratis-Videos zum Deuten hinterlegt, was man sich anschauen kann über den amerikanischen Präsidenten und seine Wahl, über die Rolle des Mondes in der Astrologie und vieles, vieles mehr, was sicherlich auch schon sehr interessant ist. Und täglich gibt es neue Infos über die Zeitqualität. Ja, dann bevor wir noch loslegen, noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben im Monat Februar 2 Finsternisse, nämlich in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar eine Mondfinsternis und dann haben wir am 26. Februar, allerdings nicht sichtbar in Europa, eine ringförmige Sonnenfinsternis. Und ich möchte meine Meinung Ihnen eben hier oder meinen Tipp auch weitergeben bezüglich der vedischen Astrologie. Eklipsen oder wenn sozusagen das Licht der Sonne oder des Mondes verschlungen wird durch eine Eklipse, das betrachtet man als weniger günstig und deswegen ist es wichtig, dass in der Zeit 3 Tage vor oder nach einer Eklipse, also nach diesen Finsternissen, also 3 Tage vor 11. Februar oder danach, 3 Tage vor 26. Februar oder danach, keine wichtigen Entscheidungen fürs weitere Leben getroffen werden, denn die Erfolgsaussichten sind durch das Nach- und Vorwirken von solchen Finsternissen aus Sicht der vedischen Astrologie deutlich reduziert. Also treffen Sie Ihre Entscheidungen dann, wenn nicht das Licht der Königin oder des Königs am Himmel von Sonne und Mond verfinstert wird. Ja, dann sind wir soweit und legen los. Wie schaut die planetare Großwetterlage aus für Februar 2017? So, dann schauen wir mal. Aszendent Wassermann, Februar. Wie sieht die planetare Großwetterlage aus? Ja, in dieser Übersicht sehen wir schon, wo sich die planetaren Energien tummeln. Haus 1, 2 und 3 haben wir hier eine verstärkte Betonung.
und das wollen wir uns etwas näher anschauen. Wir beginnen dazu gleich mit der Sonne, die ja jetzt im Wassermann ist die meiste Zeit. Im Februar 2017 hat ja auch Merkur hier im Schlepptau. Dadurch sehen wir die Betonung des wichtigsten Hauses in Ihrem Horoskop, dem ersten Haus, Ihrem Aszendenten, Merkur und Sonne. Ja, was bedeutet das nun? Nun, zum einen, die Sonne steht für Ihre Überseele oder für den Draht nach oben, sagen wir es mal so. Ja? Und die Energie, die jetzt im Februar für Sie zur Verfügung steht, ist, dass Sie besser mit Ihren Inspirationen oder Ihrem Draht nach oben, ja, in Kontakt kommen können. Sie werden sich mehr mit Ihren Zielen beschäftigen, wo Sie hinkommen wollen. Sie können jetzt besser Ihre innere Stimme empfangen, Ihre Inspiration. Und da sollten Sie auch schauen, wie Sie durch ein ausgewogenes Leben jetzt im Februar diese Zeit oder auch Muse haben, um auch mit sich selbst mehr in Kontakt kommen zu können. Denn natürlich, Intuition oder Inspiration funktioniert ja dann besonders gut, wenn man mehr in der Ruhe ist, wenn man ausgeglichen ist, ja, und nicht in einer großen Hektik oder zu viel Termine und auf zu viel Hochzeiten tanzt. Dadurch kommt letztendlich auch Ihr Lebenspfad in Bewegung, weil Sie reflektieren, wo Sie bisher jetzt angekommen sind auf Ihrem Lebensweg, und Sie werden sich jetzt auch wieder mehr mit Ihren Zielen für die Zukunft beschäftigen. Vielleicht wollen Sie sich aber auch mit Ihrem Körper mehr beschäftigen, sprich mit gesundheitlichen Fragen, denn Vitalität ist ja auch wichtige Voraussetzung, um auf dem Weg weiterkommen zu können. Mit Merkur im ersten Haus, der ja doch einige Zeit hier auch Ihren Aszendenten streift, haben Sie außerdem eine gute Zeit, um mehr Fähigkeiten an sich zu entwickeln. Sei es die Fähigkeit, ein besserer Musiker zu werden, wenn Sie schon irgendwie ein Musikinstrument spielen, oder ein besserer Astrologe zu werden oder ein besserer Betriebswirt zu werden oder was Sie auch immer machen. Ja? Dann interessant, die Sonne in Ihrem Horoskop ist ja der Herrscher des siebten Hauses und läuft durch Ihren Aszendenten. Dies bedeutet, dass es im Monat Februar 2017 zu einer Beziehung kommen kann, wenn Sie nicht in einer Beziehung sind. Ja? Weil der Herrscher des siebten Hauses Ihr erstes Haus kreuzt. Ja? Also für die Singles unter Ihnen, ja, nicht. Wenn Sie für eine Partnerschaft offen sind, dann zeigen Sie sich, sind Sie unterwegs, ja, jetzt sind oder ist das Entstehen einer Beziehung leichter möglich. Nun, wir schauen noch mal weiter, wie die Planeten sich verteilen. Wir haben hier Venus und Mars im dritten Haus. Und das passt vielleicht ganz gut, weil Venus und Mars, das sind die Planeten der Leidenschaft, die wollen was unternehmen und genießen und Freude erfahren, ja, Aktivität, Handlung, Initiative, und die will ins dritte Haus gehen, und das dritte Haus ist es sich gut gehen lassen, ja, sprich sich um seine privaten Interessen zu kümmern, sich seine kurzfristigen Wünsche zu erfüllen, Spaß zu haben, zu kommunizieren, ja, mit damit unterwegs zu sein, sich eben die kleineren Wünsche im Leben zu erfüllen. Und das ist ja auch wichtig, ja, mal schön zum Essen gehen oder meinetwegen einen Kinofilm besuchen oder ja, ein Museum besichtigen oder was auch immer Sie interessiert. Das dritte Haus stellt Ihnen dafür jetzt verstärkt die Betonung zur Verfügung, dieses mehr zu erfahren. Und ich denke, das passt auch ganz gut dazu, dass Sie ja gleichzeitig mehr Ihren Lebenspfad reflektieren, weil wenn Sie mehr wissen, was Sie wollen, ja, das dritte Haus ist das Haus des Wollens, was will ich
Ja, was will ich? Was tut mir gut? Ja, was tut mir gut? Was möchte ich gerne mehr haben? Und von daher kommen dann auch die Impulse, sich mehr zu überlegen, wie sie den Lebenspfad in diese Richtung dirigieren können. Ja, das wäre also hier mit Venus und Mars in Haus 3. Es zeigt aber auch, dass Sie vielleicht mit folgenden Menschengruppen etwas mehr zu tun haben. Nachbarn oder Arbeitskollegen oder jüngeren Geschwistern, die könnten jetzt wichtiger werden. Das Gute ist, dass jetzt Mars immer mit der Venus zusammen ist. Dadurch kann es zwar mal ein bisschen zu Reibung kommen jetzt mit diesen Personenkreisen, aber da die Venus auch dabei ist, ist immer genügend Diplomatie und Harmonie zur Verfügung, dass hier nicht zu irgendwelchen Zwistigkeiten größerer Art kommen kann. Trotzdem, das dritte Haus steht auch für die Aneignung von Fähigkeiten, ja, für das Erlernen von etwas Neuem, meinetwegen einer Sprache oder es ist ja so viel Interessantes, was man lernen kann. Ne? Volkshochschulkurse gehen wieder los im Februar. Ne? Wäre auch eine Idee, weil ich sagte Ihnen ja gerade, Merkur ist im ersten Haus und auch er betont Aneignen und Wachsen in den eigenen Fähigkeiten. Und jetzt haben Sie die beiden Planeten der Leidenschaft, des Handelns, des Genießenwollens, haben Sie jetzt hier im Haus des Lernens. Und so gibt es eine starke Betonung für Sie als Aszendent Wassermann, welche weiteren Fähigkeiten, welche neuen Fähigkeiten Sie an sich entwickeln können. Das könnten wir jetzt sehen, wenn wir Ihr Geburtshoroskop haben, aber das haben wir ja jetzt nicht, das haben ja nur Sie. Da könnten Sie jetzt nachschauen, was jetzt besonders unterstützt wird. Ja? Sprachen sind sicherlich interessant, ne? Das ist immer interessant, weil das kann man auch beruflich vielleicht nutzen, ja? Oder auch damit sogar Geld verdienen. Ne? Und die Welt wächst mehr zusammen und das erfordert ja auch die Fähigkeit, mehr kommunizieren zu können. Auch in den Sprachen, die vielleicht bisher nicht so wichtig waren. Und ja, also so würde ich Sie von dem her wirklich animieren, sich mal verstärkt zu überlegen, ja, was wären denn Fähigkeiten, die Sie lernen wollen. Ja? Und vieles kann man ja nach der Arbeit, am Wochenende oder wie auch immer machen. Oder vielleicht auch nur eine Weiterbildung, ja, über die Arbeit. So, dann haben wir noch die langsam laufenden Planeten Rahu, Jupiter und Saturn. Nun, mit Rahu in Haus 8, da haben wir eine Situation, dass jetzt die Festigkeit ihrer emotionalen Stabilität gecheckt wird, möchte aber gleich dazu sagen, diese drei Planeten sind ja nicht nur im Februar in diesen Positionen, sondern die sind ja mehrere Monate in diesen Häusern. Hat das jetzt nichts nur mit Februar zu tun, die wirken längerfristig. Will heißen, bei Ihnen ist eine Entwicklung im Gange, die dafür sorgen möchte, mehr an den eigenen Schattenseiten, an den Schwächen zu arbeiten, da mal hinzuschauen. Das bringt natürlich auch gewisse Instabilität, die sich dann auch wieder finanziell etwas spannend auswirkt. Aber momentan liegt der Fokus drauf, mehr die innere Heilung voranzutreiben, weil sie über die innere Heilung letztlich auch finanziell stabiler werden. Ne? Nur wer innerlich stabil ist, kann auch einen stabilen finanziellen Lebenspfad haben. Das ist die eine Kraft, die am Wirken ist. Jupiter in Haus 9 lässt Sie Sinn und Freude darin finden, sich mit Weisheitslehren zu beschäftigen. Ja, vielleicht auch der Astrologie, weil es ist ja auch eine Weisheitslehre. Oder vielleicht nehmen Sie sogar einen Lehrer an oder lernen auch die Astrologie. Und Saturn in Haus 11 ist natürlich wichtig, weil das ist ja der Herrscher Ihres Aszendenten Wassermann. Das bedeutet, es gibt eine Absicht, sich mehr in Ihrem Gruppenverhalten mal reflektieren zu wollen. Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie unter anderen Menschen sind? Wie können Sie Ihre Individualität auch ausleben, wenn Sie mit anderen Menschen zusammen sind und sich wirklich so verhalten, wie sie halt
einfach in ihrer Individualität sind und sich diesbezüglich mehr reflektieren. Außerdem gibt Saturn in Haus 11 Ihnen einen Input in die Richtung, sich auch mit der Frage Ihres größten Wunsches im Leben mal zu beschäftigen. Denn das, was Sie hierher auf die Erde brachte, waren ungelebte große Wünsche, ja, nicht nur Pizza essen, hätte ich bald gesagt, sondern mit größtem Wunsch meine ich halt mehr als wie das normale kleine Wünsche, meinetwegen jetzt Kino gehen und Pizza essen, das sind ja kleine Freuden, aber da gab es auch was Großes. Und diesen großen Wunsch, dem könnten Sie jetzt auch mehr auf die Spur kommen. Schauen Sie mal, welche Planeten Ihr 11. Haus im Geburtshoroskop beeinflussen und wo der Herrscher des 11. Hauses steht. Dann haben Sie schon mal eine Spur, worin der Grund auch besteht, warum Sie eben als Seele inkarnieren wollten, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Das können Sie dadurch gut ablesen. Okay, das war nun für Sie der Aszendent Wassermann der Februar 2017. Ja, zum Schluss nochmal eben kurz die wichtigsten Informationen. Bitte bedenken Sie, dass die Deutung vorgenommen worden ist anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand des Stern- oder Sonnenzeichens, wie Sie das von der westlichen Astrologie kennen. Falls Sie Ihren Aszendenten nicht wissen, können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken und ich teile Ihnen gratis, kurzfristig, binnen 1 bis 2 Tagen Ihren Aszendenten mit, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist. Ja? Dann nach wie vor Angebot, wenn Sie sich selbst mehr erforschen möchten, anhand der vedischen Astrologie, der Astrologie Indiens, dann haben Sie nach wie vor die Möglichkeit für nur 7 Euro die Schule für 30 Tage lang mal zu testen, den Lehrstoff, die Videos, was Ihnen da geboten wird. Hier unten sehen Sie den Link, wo Sie auch mehr Informationen über die vedische Astrologie-Schule finden. Dann gibt es seit Neuem eben eine offene Gruppe über die vedische Astrologie auf Facebook. Dort sind mittlerweile auch 15 Videos, wo Prominente gedeutet werden, das Weltgeschehen gedeutet wird, aber auch die tägliche Zeitqualität. Und falls Sie sich anschließen wollen, das ist natürlich auch gratis, sind Sie herzlich willkommen, mir auch auf Facebook zu folgen in der offenen Gruppe der vedischen Astrologie, wo sich Gleichgesinnte eben auch austauschen. Ja, dann bitte bedenken Sie das noch mit den beiden Finsternissen der Mond- und der Sonnenfinsternis am 11. und am 26. Februar, 3 Tage vor diesen oder 3 Tagen danach sogar, auch nicht an den Tagen der Finsternissen, sollten Sie wichtige Entscheidungen treffen, da die Erfolgsaussichten deutlich getrübt sind, weil das Licht der Königin und des Königs am Himmel durch Rahu und Ketu verfinstert worden ist und das, wie gesagt, beeinträchtigt die Erfolgsaussichten Ihres Projekts, dass Sie vielleicht an diesem Tag oder an einem Tag, der in der Nähe dieser Verfinsterungen ist, diese Entscheidung, die Sie da treffen würden und damit reduzieren Sie Ihre Erfolgsaussichten. Gut, ja, dann bleibt es mir nur noch, Ihnen selbstverständlich einen fantastischen Februar 2017 zu wünschen. Ich darf mich bedanken, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind und freue mich, wenn wir Ende Februar wieder drüber sprechen oder vielleicht auch schon Mitte Februar über die planetare Großwetterlage März 2017. Vielen, vielen Dank.